Ja, hallo, hier ist Linso de T. Willkommen bei der Galactineers Gameplay Demo-Reihe. Dies ist der zweite Teil der Videoreihe. Wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt tun, denn dort zeige ich nicht nur, wie man das hier alles baut und wie die Wirtschaft und der Sandkastenmodus funktionieren, sondern erkläre das Spiel auch im Allgemeinen. Dieser zweite Teil hier soll sich um den militärischen Aspekt des Spiels kümmern, sprich den PvE und den PvP-Modus. Im PvP-Modus habe ich die Möglichkeit, mit Schiffen gegen andere Spieler, die hier auf der Map unterwegs sind, anzutreten. Und im PvE-Modus kann ich Missionen bestreiten, alleine, also sowohl als auch kooperativ, und wertvolle Items oder auch Schiffsmodule freischalten, die ich hier weiterverwenden kann. Ja, dann legen wir mal los. Und zwar ist es so, wir haben ja letztes Mal bereits diese Startbasis kennengelernt, und ja, irgendwann möchte man natürlich nicht mehr hier in der Startbasis bleiben, weil die bietet ja nur limitierte Ressourcen für den Start des Spiels, sondern fliegt hinaus in den Weltraum, um diesen zu erforschen. Dazu wird es noch ein drittes Video geben, wo ich nochmal zeige, was es so alles im Weltraum zu finden gibt. In diesem Teil geht es eher um die Missionen und die Arenen, und deswegen werde ich mich darauf beschränken, hier in der Umgebung zu bleiben. Ich hatte etwas Glück mit dem Seed dieser Map. Das heißt, ich habe alle Sachen, die ich zeigen will, hier in unmittelbarer Nähe der Startbasis. Insofern muss ich hier nicht noch rumsuchen. Und ja, fangen wir an mit den Missionen. Und zwar ist es so, dass ich neben leeren Biomen wie diesen hier auch zum Beispiel Stationen finden kann, wie diese hier. Das ist jetzt die Morgrax-Rasse. Wir sehen auch hier ein paar Schiffe von denen, die hier in der Nähe dieser Basis rumstehen. Und ja, neben solchen Stationen findet man nicht selten auch Missionen. Das sind dann diese grünen Fragezeichen. Im Falle dieser Mission, die ist noch nicht implementiert, kann ich jetzt nicht zeigen, aber für Einsteiger, die neu sind, gibt es auch immer hier neben der Startbasis schon eine Tutorial-Mission. Und zwar ist es so, ich habe hier dieses drehende grüne Fragezeichen, da kann ich draufklicken und dann sehe ich schon die Beschreibung der Mission: Namen, Bezeichnung, ein kleines Vorschaubildchen für die Mission. Typ der Mission ist jetzt Seek and Destroy, also suchen und zerstören. Ist eine Einspielermission in dem Fall, und ich darf da zwei Schiffe mit reinnehmen. Plus eine kleine Beschreibung der Mission und dass es sich um Missionen für Level 1 Schiffe handelt. Ja, hier kann ich jetzt einfach eine Lobby aufmachen, indem ich die erstelle. Nun habe ich hier logischerweise nur einen Spielerslot, weil es eine Einspielermission ist, aber eine andere Mission, die ich im Weltraum finde, zum Beispiel, könnte für bis zu vier Spieler sein, wo man dann kooperativ die Mission bestreitet. Ja, so, die Lobby ist offen, jetzt brauche ich noch Schiffe dafür. Es handelt sich hier um Seek und Destroy, das heißt, ich bräuchte idealerweise relativ mobile Schiffe, aber in erster Linie natürlich bewaffnete Schiffe. Das heißt, wir gehen in die Fabrik, die wir ja letztes Mal schon gesehen haben, und bauen uns mal zwei kleine bewaffnete Schiffe. Natürlich könnte ich auch zweimal das gleiche bauen und dann die beiden dann da reinschicken, aber das wäre ja langweilig. Außerdem möchte ich bei der Gelegenheit auch direkt zwei verschiedene Waffentypen zeigen, und deswegen baue ich jetzt zwei Schiffe. Ja, ich fange mal hier so mit dem Standardrumpf an, wie ich den eigentlich immer für meine menschlichen Schiffe baue. Und ja, wer jetzt hier nicht genau weiß, was hier passiert, sollte, wie gesagt, das erste Video gucken. Da erkläre ich das mit den Cores und den ganzen Modulen nochmal. Ich mache jetzt hier mal zwei Antriebskerne rein und einen Waffenkern, damit wir ein relativ schnelles Schiff bauen können, was zwei Waffen haben kann. Dann baue ich hier jetzt mal noch ein Cockpit dran. Und natürlich brauchen wir wie immer Antriebe, und ich denke, da dieses Schiff ja relativ schnell werden sollte, mache ich hier mal jetzt so Plasma-Antriebe hinten dran. Vier Stück können wir bauen, weil wir zwei Antriebskerne haben. Und dann mache ich am Ende brauche ich noch zwei Waffen. In Level 1 gibt es diese fünf Waffen hier. Ein Maschinengewehr, eine Plasmakanone, ein Railgun und eine Lasergun. Und die Piratenkanone kann man freischalten, wenn man Piratenmissionen absolviert. Das heißt, ich fange jetzt mal an
und mache hier mal eine Laserkanone vorne dran, oder beziehungsweise zwei Stück. Ja. Und dann brauchen wir noch Streifen für am Schiff dran. Das kennen wir auch von letztem Mal noch in der Spielerphase. Und dann wäre natürlich geschickt gewesen, hier vorher noch Farben dran zu machen, bevor ich die Waffen gesetzt habe. So, und dann haben wir noch, das ist allerlei Deko-Zeug hier, was man dran bauen kann. Das muss man alles freischalten in den jeweiligen Missionen. Genau das ist nämlich auch der Sinn der Mission. Also am Ende der Mission, wenn man sie erfolgreich bestreitet, kommt nämlich eine Lootbox raus. Und in dieser Lootbox sind eben zum einen Blöcke, seltene Blöcke, irgendwelche Materialien, Items, eventuell auch Schiffsbaupläne für, von irgendwelchen Schiffen. Und unter anderem kann man aber eben auch Bauteile freischalten. Zum Beispiel in den Missionen, die zu der Karanum-Rasse gehören, kann man hier diese Karanum-Sachen freischalten. Und Morgrax hat diese Speere, Harfs haben hier so ein paar Rohrblöcke, während die Piraten jetzt hier eher zerstörtere Sachen haben. Ich wollte jetzt eigentlich hier eben mal noch ein Logo an die Seite machen und dann habe ich schon meinen Laserfighter soweit einsatzbereit. Ja, können wir auch gleich mal bauen. Das ist dieses Schiff hier. Sehen, das ist recht flott geworden, also für ein Level 1 Schiff, und bewegen das schon mal hier in die Nähe der Mission. Wir sehen hier unten immer diese Capability, das sind die Fähigkeiten des Schiffs. Das heißt, wir können aktuell fliegen und kämpfen. Ne? Also hier wäre Bauen, Lagerraum, Ernten und Detektorfähigkeiten. Das kann das Schiff jetzt natürlich alles nicht. Wenn wir jetzt das hier zum Beispiel mal nehmen, das kann bauen und lagern und fliegen, logischerweise. Manche mögen sich wundern, ja, warum fliegen? Das ist ja, kann ja jedes Schiff. Ja, nicht ganz. Wenn ich jetzt zum Beispiel aus einer Mission komme und der Gegner hat mir natürlich genau die Triebwerke hinten abgeschossen, das Schiff hat aber trotzdem überlebt, kann ich mich natürlich nicht mehr bewegen. Und deswegen wird das hier nochmal separat angezeigt, weil man ja die Schiffe, die sich nicht mehr bewegen kann, dann entsprechend abschleppen oder verschrotten kann. So, dann mit dem Laserfighter, den können wir auch schon mal der Mission hinzufügen. Das heißt, ich mache hier einen Rechtsklick auf das Fragezeichen, kann Add Ship to Mission machen. Und wenn ich dann in die Lobby reinsehe, sehe ich schon, hier ist das eine Schiff hinzugefügt. Und jetzt brauchen wir noch ein zweites. Und zwar dachte ich da jetzt an eine Plasmakanone, die man verwenden kann als Waffe. Wie machen wir es? Ich habe jetzt hier keine besonderen Schiffsmodelle vorbereitet. Ich baue jetzt hier einfach mal so munter drauf los. Brauche natürlich wieder Cores. Ich mache jetzt mal zwei Engine Cores und einen Button Core da rein. Ja, hier könnte ich jetzt ein Cockpit verwenden, das eigentlich der von der Karanum-Rasse ist. Ich habe das jetzt aber schon freigeschaltet. Ich setze das einfach mal hier drauf, weil es ganz witzig aussieht. Und dann mache ich da jetzt die zwei Plasmakanonen vorne dran. Jetzt könnte man sich überlegen, ob man hier noch vielleicht runde Ecken vorne dran macht und hinten dann entsprechend auch, damit das ein bisschen interessanter aussieht. Ja, also für improvisiert finde ich es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und den Block hier hinten nehme ich mal wieder ab, damit ich da drei Waffen dran kriege, drei Antriebe dran bekomme, und nehme jetzt dann hier mal die Quadrojets und habe hier jetzt ein gar nicht mal so schlechtes Schiff, wie ich jetzt persönlich finde. Und mache ich wieder meine Dekostreifen da dran. Vorne noch zwei, damit man ein bisschen mehr Farbe hinten drauf hat. Und dann sollte es das schon gewesen sein. Speichere ich das mal ab, das ist jetzt mein Plasma-Fighter. Und ja, den müssen wir dann noch bauen. Kostet, wie letztes Mal erklärt, ja die entsprechenden Cores, nämlich zwei Antriebskerne und einen Waffenkern. Ich habe jetzt hier aber genug eingelagert, um damit arbeiten zu können.
Ja, und das ist jetzt das Schiff. Ist minimal langsamer. Es wird daran liegen, dass es etwas schwerer ist, weil wir etwas mehr Blöcke verbaut haben durch das große Cockpit als in dem anderen Schiff. Und ja, hier jetzt auch Rechtsklick auf die Mission und dann Add Ship to Mission. Das Menü gibt es natürlich nur, wenn auch eine Lobby offen ist an der Stelle, in der man drin ist. Und ja, nicht wundern, ich habe hier zu Testzwecken die Reichweite der Schiffe, um das machen zu können, deutlich erhöht. Im finalen Spiel muss man ein bisschen näher dran fliegen an die Objekte, mit denen man interagieren möchte. Ja, und jetzt habe ich schon eine Lobby mit Schiffen drin und wäre bereit zum Start dieser Mission. Das machen wir dann direkt mal und dann lädt er die Instanz. Das ist jetzt wie gesagt eine Einspielermission. Oh, da ist die Kamera noch ein bisschen schief. Und ja, da starte ich die Mission. Es ist eine gezeitete Mission. Ich habe hier oben 9 Minuten, 10 Minuten Zeit und 20 Sonden, die sich hier verstecken. Das sind diese kleinen roten. Und ja, dann schicke ich das Schiff schon mal nach da hinten. Und dieses Schiff hier räumt hier in der Nähe ein bisschen auf und zeige dann entsprechend die Waffen mal. Ja, in der Mission geht es darum, eben diese 20 Sonden zu finden in dem Zeitlimit und diese zu zerstören. Und hier, dieses Schiff hat eine Plasmakanone. Das ist eine Kanone, die relativ langsam fliegt, also das Projektil davon. Allerdings ist dieses Projektil zum einen zielsuchend und zum anderen macht es auch Umgebungsschaden. Das heißt, es könnte mit einem Treffer wesentlich mehr als nur diese eine Sonde da zerstören. So, jetzt mal hier, die Waffe hat eine gewisse Nachladezeit, deswegen feuert es nicht sofort. Aber so funktioniert es. Her und um ist die Sonde weg und rechts oben geht der Counter entsprechend runter. Und hier, dieses Schiff hat jetzt eine Laserkanone, die Laserstrahlen Spielerfarbe, kleiner Bug vielleicht. Also der Bug ist bekannt, dass manchmal die Projektile noch keinen Schaden machen, aber wir sehen auf jeden Fall, wie es funktioniert. Wenn ich das Ziel mir anvisiere, habe ich entsprechend hier die zerstörten Gegner. Ja, und so bestreite ich diese Mission. Diese Waffe finde ich persönlich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Nicht zuletzt, weil die Projektile auch die Farbe des Spielers haben und es so ein bisschen an Star Wars erinnert, einfach die Laserwaffen von den TIE Fightern. Und ja, während das Schiff hier mal weiter die Bojen in seiner Nähe zerstört. Ja, die waren zerstört. Dann ist hier noch einer. Ich habe bei der Mission hier jetzt bewusst ein bisschen dreidimensionaler gearbeitet. Das heißt, wir haben Asteroiden, die oberhalb des Niveaus sind, auf dem die Schiffe fliegen, und manche aber auch unterhalb, sodass man ein bisschen auch die Idee bekommt, wie dieser wie dreidimensional die Welt eigentlich ist, auch wenn die Schiffe sich auf zweidimensionaler Ebene bewegen. Ja, hier unten sind noch 3 Sonden. Da ist die 4. Okay. Das heißt, ich wege das jetzt hier. Das ist die erste Mission, die man machen kann. Die befindet sich, wie gesagt, neben der Startbasis. In der, die kann also jeder direkt mit dem ersten Schiff, das er zur Verfügung hat, bereits absolvieren. Und ohne da Gefahr zu laufen, dass ihm direkt sein erstes und einziges Schiff in der Welt kaputt gemacht wird. Und ja, ich habe hier kleine Einflussmöglichkeiten noch auf das Schiff, damit kann ich das sofort anhalten. Hier kann ich einstellen, dass es einen sich bewegenden Gegner verfolgt, während das ja hier bei diesen Sonden nicht notwendig ist. Die bewegen sich ja nicht. Ne? Ja, genau. So, und damit haben wir die Mission jetzt auch gleich schon geschafft. Die ist deswegen halt auch sehr einfach, da man die ja als erstes machen soll, wenn man spielt. Ja, und schon haben wir gewonnen. Alle gegnerischen Schiffe wurden besiegt. Und wir haben jetzt hier diese beiden Bauteile für den Schiffsdesigner freigeschaltet. Wir haben 1000 Euro bekommen. Wir haben einen Schiffsbauplan bekommen. Wir haben 10 Stahl, 10 Eisennuggets und 10 Schilder bekommen. Ist jetzt Demo-Loot, einfach um zu zeigen, was es so alles gibt, was man gewinnen kann. Und
ja, die Sinnhaftigkeit braucht jetzt mal keiner in Frage stellen. So, und die Schiffe kommen dann hier entsprechend, werden hier dann im Umkreis dieses wieder gespawnt. Und hier ist dann die angesprochene Lootbox. Und zwar kann ich da dann rechtsklick drauf. Und da sind dann meine Belohnungen drin. Bis auf die Sachen, die natürlich, die Module, die freigeschaltet werden, sind natürlich jetzt automatisch in der Fabrik freigeschaltet. Aber ich könnte jetzt, ja, beziehungsweise kann ich nicht, weil diese beiden Schiffe keine Ladeslots haben, aber genau dafür ist eben die Lootbox da, weil man eben meistens mit Schiffen in die Missionen geht, die keine Ladeslots haben, sondern bewaffnet sind, also bei Kampfmissionen zumindest. Aber ich habe hier hinten ja Transporter und da kann ich dann einfach hier die Sachen dann in den Transporter laden und dann entsprechend was damit machen. Und ja, Geld wird immer über so einen Eingabedialog genommen, je nachdem wie viel man haben möchte. Und ja, damit ist die Lootbox dann jetzt auch entsprechend leer. Genau, eigentlich sollte sie noch verschwinden. Das schreibe ich mir mal als Bug auf. Ja, genau, so, und dann habe ich hier das Loot. Diesen Schiffsbauplan, den könnte ich jetzt zu einem Forschungslabor bringen. Da haben wir hier hinten eins. Das ist ein kleiner Außenposten, den wir haben. Hier, vielen Dank an das Community-Mitglied, das den gebaut hat. Ich weiß jetzt gerade den Namen nicht mehr. Aber genau das ist der Sinn dieses Community-Contests gewesen. Ihr baut solche Stationen im Editor, schickt mir die und dann werden die eben in den Map-Generator integriert, sodass der die an passender Stelle hier in die Welt einfügen kann. Ich wollte jetzt hier nur einmal das Forschungslabor zeigen, weil das haben wir ja letztes Mal leider nicht gesehen. Und zwar ist es so, dass es hier den Bereich Research Ships gibt. Da kann ich jetzt den Ship Construction Plan, den ich gerade gewonnen habe, in der Mission reindroppen, und wenn dann die Zeit abgelaufen ist, die Forschungszeit, dann steht mir dieses Schiff in der entsprechenden Fabrik zum Bau zur Verfügung. Dann gibt es noch den Bereich Reproduce Materials, da kann ich für Geld seltene außerirdische Materialien vervielfachen. Das heißt, hier sind die ganzen außerirdischen Materialien gelistet, die man so im Weltraum finden kann. Wir haben ja da hinten schon die Morgrax-Station gesehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier diese beiden Materialien, die da sind, einmal der Stein und dieses Schleimige habe, dann möchte ich ja vielleicht die Morgrax-Station nicht abreißen, nur um an die Blöcke zu kommen. Dann kann ich die halt hier in das Forschungslabor bringen und hier entsprechend für Geld vervielfachen. Denn die brauche ich alle für diesen Bereich Advanced World. Ah, jetzt blöderweise gerade nicht zu sehen. Es gibt hier diese vier Aspekte und dort muss ich eben die bei Karanum zum Beispiel diese beiden Metalle und das Glas, das Karanum liefert, oder bei Morgrax entsprechend diesen Stein und diesen Schleim in bestimmter Anzahl zusammen mit Geld zur Verfügung stellen, um diesen Aspekt zu erforschen. Und damit werden dann die diese Materialien für den Schiffsdesigner auch freigeschaltet. Jetzt ist es hier so, dass ich bereits alle vier Aspekte erforscht habe. Normalerweise würde das bedeuten, wenn alle vier Aspekte erforscht sind, dass das Weltlevel um 1 ansteigt. Aber das Spiel ist momentan so konfiguriert, dass das bei Weltlevel 2 Schluss ist. Denn das wird auch so in der Alpha-Version sein, dass es bis Level 2 geht. Und wenn die dann draußen ist, werden Level 3 bis 5 implementiert. Ja, das ist das Forschungslabor, das habe ich dann quasi noch eben nachgereicht. Und ja, genau, das war jetzt die erste Mission, die wir erfolgreich bestritten haben. Wie gesagt, man fliegt hier durch den Weltraum und findet eben auch dann unter Umständen Stationen, wo andere Missionen sind. Das hier ist jetzt, wird dann eine Morgrax-Station, die existiert momentan noch nicht. Das Interessante an dieser Sache ist, die Missionen, die sind komplett serverseitig gelagert. Es ist super einfach für die Community, Missionen selber zu erstellen. Und zwar ist es einfach nur ein ZIP-Archiv, in der ein paar XML-Dokumente drin liegen, die die Mission im Groben definieren. Dann ist da ein Map-File drin, das ist vom Prinzip 1:1 das, was aus dem Map-Editor kommt. Dann ist da ein Bild drin für die Vorschau hier, plus ein PHP-Skript. Und in diesem PHP-Skript, das muss ein bestimmtes Format haben, habe ich eine Klasse zur Verfügung gestellt, mit der man bestimmte Events abfangen kann und bestimmte Aktionen durchführen kann. Und
Damit lassen sich Missionen komplett selber skripten. Und ja, da werde ich auch nochmal ein Video in dieser Reihe zu drehen mit allen customizbaren Möglichkeiten dieses Spiels. Es sind nämlich eine ganze Menge Sachen, die da durch die Community erstellt werden können. Unter anderem eben auch diese Missionen. Und so kann man eben sehr einfach, sehr schnell Missionen auch nachliefern. Ja, genau, so, also hier im Weltraum finde ich diese Missionen. Jetzt bräuchte man noch den PvP-Bereich. Da habe ich auch vorhin schon gesehen, dass ich hier in der Nähe auch eine Arena habe. Die haben ja einige schon auf Screenshots gesehen. Das ist jetzt eine menschliche Arena. Es gibt natürlich auch noch andere Arena-Formen. Zum Beispiel die Piraten haben jetzt auch schon eine Arena bekommen. Aber es wird natürlich auch für die anderen Rassen entsprechend noch Arenen geben. Und ja, genau, wenn ich die jetzt gefunden habe, dann kann ich hier entsprechend, habe ich hier in der Mitte ein rotes Fragezeichen. Da kann ich dann auch einfach eine Lobby aufmachen. Genauso wie bei der anderen Lobby für PvE ist es so, dass die Spieler hier links oben über diese Icons informiert werden, was momentan für Lobbys offen sind und damit dann ganz einfach dahin springen können, um dann eben einer PvP oder einer PvE-Mission beizutreten. So, ich kann hier den Spielmodus festlegen und sagen Team oder Free for All. Ich kann sagen 2 bis 4 Spieler. Ich kann sagen, wie viele Schiffe pro Spieler das haben soll. Ich kann ein Zeitlimit festlegen. Ja, genau. Und dann entsprechend würde ich halt mir wieder die meine Schiffe holen und dort beitreten, so wie letztes Mal auch. Die sind jetzt ein bisschen weit weg. Ich müsste sie jetzt erst holen. Das würde das Video nur in die Länge ziehen. Aber entsprechend hat man dann genauso hier eine Lobby mit seinen Schiffen drin. Und wenn alle Spieler mit allen Schiffen da sind, kann ich eben auf Start drücken. Das kann ich jetzt hier leider nicht zeigen, weil ich gerade keinen Mitspieler habe, sondern das Video drehe. Aber vom Prinzip funktioniert so wie die Missionen. Die Schiffe befinden sich dann hier in dieser Arena und ich kann dann entsprechend meine Schiffe gegen die von den anderen Spielern antreten lassen. Und am Ende gibt es dann entsprechend eine kleine Belohnung für den Gewinner. Und ja, auf diese Weise hat man eben auch die Möglichkeit, seinen Schiffsbauskills mit denen seiner Mitspieler zu vergleichen und zu sehen. Ja, das war es dann eigentlich auch schon zum PvP und PvE-Modus. Ich werde, wie gesagt, noch ein drittes Video machen mit dem Exploration-Teil, sprich, was findet man eigentlich so alles im Weltraum. Das wird allerdings ein bisschen dauern, weil ein kompletter Biomtyp noch fehlt. Hier sehen wir zum Beispiel das Magma-Biom und jetzt diese Woche fertig geworden ist auch das Harfs-Biom. Oh, da ist nur so eine. Und das ist dieses hier. Das können wir hier sehen mit diesem etwas elektronischer Aufbau. Ein bisschen erinnern an die Borg. Hier haben wir zum Beispiel auch eine Docking Bay. Und das ist fertig geworden, aber wir sehen hier jetzt halt diese weißen Platzhalter-Asteroiden. Das sind eben Platzhalter-Asteroiden für den Biomtyp, der noch fehlt. Und ja, das heißt, ich werde dann ein drittes Video machen über die Erforschung des Weltraums, wenn dieser Biomtyp fertig ist, und dann eben entsprechend zeigen, was man so alles finden kann, nämlich die ganzen Ressourcen, die ganzen gegnerischen Basen, PvP und PvE-Missionen. Habt ihr jetzt heute schon gesehen, werde ich aber auch nochmal drauf eingehen. Aber man findet eben viele tolle Sachen, die man eben fürs Vorankommen in der Welt braucht. Und ja, das wird das dritte Video. Dann habe ich mich noch entschlossen, gerade ja auch schon erzählt, ein viertes Video zu machen über Customizing. Dort werde ich erklären, was man alles customizen kann im Spiel, unter anderem eben das Missionsscripting. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder dabei seid. Und ja, dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!